wieder ein bisschen regeneriert. So können wir Sachen verkaufen. Und wir haben Inventar oder Zeugs. Ihr seht etwas krank aus. Ich glaube, ich nehme mir ein bisschen Essen mit. Wenn ich darf. Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab, brachte es Schande über uns alle. Ich decke die ganze Tafel ab. So viel wie die essen muss im Kampf. Oh, ich glaube, wollte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Siehst du das noch? Er hat mich genommen. So, wieder Proviant. Beim Schmied können wir doch bestimmt Waffen verkaufen. Diese grünen Äpfel, die ihr mir... Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Wir haben doch schon den Schmied gesehen irgendwo. Tupner Jägersmann. Was macht ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Wir haben kleine und große Waffen, die besten Waffen und Rüstungen. Ja. Okay, was ist zum Angebot? Die besten Waffen, naja. Geht so. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, was können wir davon verkaufen? Die behalten wir mal schön. Die Pfeile waren 20 Schaden, also meine Pfeile hatten nur 9 Schaden. Also 10 Schaden hier, das ist schon echt sehr schön. Ich glaube, den können wir langsam verkaufen. Obwohl, der hat noch... Das ist relativ gut. Ein Schild nutzen wir halt nie. Ah, die sollten wir mal ausrüsten. Die Handschuhe sind gut. Nee, das bringt nichts wirklich. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Gehen wir zu einem anderen Händler. Und wir müssen mir noch das Zeug abkaufen. Ja, aber ich habe noch kein Geld. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer... Werft einen Blick drauf. So, was kauft die uns ab? Das Essen. Nee, das bringt nichts. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen.
Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Sammlerstücke! Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch dieses etwas Lied hier braucht. Ist besonders beliebt. Ich glaube, ich habe hier... Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Okay. Kann ich auch noch Essen verkaufen? Ich will das ganze Schmuckzeug, was ich im Inventar habe, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Großreden, schwang er die Klinge gezückt. Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Aha. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert. Dann müssen wir mal hin. Musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Wird der Bade nicht singen? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolde zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Gut. Kupferkessel. Gemischtwaren haben. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Verkauf. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Der gibt bestimmt keine guten... keine guten Preise, obwohl... 21 fürs Bügeleisen. Oha. Eisenerz. Oha. Ja... 15 für Glas. Wie? Ist das mein Gold? Werde ich hier betrogen? Betrogen oder was? Wieder. Ich hab das Ganze, ich hab das erkauft! Große Scheiße. Ich dachte, ich verkaufe die Scheiße. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten. Schmuckstücke. Christoph. Ich habe mir ganz Geld für den Scheiß ausgegeben, für den Becher und den Steine. Jark! Wie werde ich das jetzt los? Das ist natürlich viel billiger. Ich habe dem das für 100 gekauft. Jark! Guck mal, das geht wieder zurück. Und das habe ich so teuer von ihm gekauft. Das tut doch weh. Verkauf alles unter sonstiges. Ich war blöd und habe nicht aufgepasst. Laute behalten wir. Nur noch brauchen. Okay. Jetzt haben wir aber auch die Drachensachen verkauft. Das könnte übel kommen. Denk daran, ich tue alles. Okay, jetzt haben wir 1000. Immerhin. Auch wenn wir blöd waren und Zeugs verkauft haben. Zeugs gekauft haben, statt zu verkaufen. Haben wir dann doch noch 1000 rausgeschlagen. So viel kostet doch ein Pferd, oder? Stallung dann nochmal 200 irgendwas. Es wäre doch erstmal was. Und Drachenzähne kriegen wir noch neue. Wenn wir irgendwann ein Pferd besiegen,
Drachen besiegen. Da haben wir doch einen schon besiegt gesehen. Die scheint es überall zu geben. So, ich kaufe ein Pferd. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Keines von ihnen ist älter als 9 und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung und es hat viel Temperament. Aha. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben oder kurz bitte was? Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ich möchte ein Pferd kaufen. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Hier ist mein Angebot, 1000 Goldstücke. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Das eine, was hier rumsteht. Dann mache ich noch genug Geld, um eine Wildpferdkarte zu kaufen. Nicht mein Problem. Nein, reite natürlich schnell nicht. Wieder Wind. Das habe ich aber 250 Gold, kriegen wir schnell. Wir haben schon 100. Pferd von Max. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Schreibt es mir in die Kommentare. Das werde ich bis dahin nicht sehen. Schreibt mir euren Namen gerne in die Kommentare. Lydia. So, wo müssen wir hin? Weit in den Norden. Ich würde den Pfeil mal entfernen. Ich glaube, wir müssen hier vom Lager. Wo ist das? Das ist am nächsten dran. Der nächste Punkt. Ich hoffe, mein Pferd geht auf den Weg drauf. Das war teuer. Hier. Quest. Sworn. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Moos der Macht und die Schreie zu erlernen, hat der Graubart Argengier mich auf eine allerletzte Prüfung geschickt. So, das Sworn von Jürgen Windlaufer auf das, dessen Grab in Wüstengraf beschaffen. Ein Grabhügel in Sümpfen von Jamarsch. Gut, das war damit ein Pferd hinreiten. Was soll schon schief gehen? Ich würde mal sagen, wir machen aber. Ich hoffe, das geht mit Pferd. Eine Schnellreise. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Drache und zerstört alles. Das ist ja sehr schnell. Man spart mir Ausdauer. Geht das nicht noch schneller? Da lang. Weiß nicht, ob wir damit schneller sind als mit dem Pferd, aber ja, auf jeden Fall, weil der kann durchreiten. Und wir werden jetzt schon 100 Mal mit der Ausdauer fertig. Huch, sowas. Oh nein. Schnell vorbei hier. Gegen Yeti wollen wir nicht kämpfen. Noch ein Yeti. Wo
anderes Pferd. Ich brauche noch einen Namen für dich. Ich hoffe, du gehst nicht sofort drauf. Vielleicht fällt mir einer ein. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Das ist zwar vorproduziertes Part, aber wie ich mich kenne, habe ich bis dahin noch keinen Namen. Doch, kann man ihn ändern. Namenswünsche in die Kommentare. Der beste gewinnt, dass sein Name in zwei genannt wird. Auf gutem Weg. Wir sind schon fast da. Also sind wir mit dem Pferd relativ schnell. Da wären wir langsamer gewesen ohne Pferd. Ich hoffe, das Pferd ertrinkt nicht im Wasser. Und da gibt es eine Landbrücke. Zumindest eine halbe. Oder eine ganze sogar. Oh je, ich hoffe, wir können hier vorbeireiten. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wo müssen wir denn hin? Wir sind vorbeigeritten, verdammt. Da drehen wir mal eine Runde. Diese Richtung. Hustengraf entdeckt, okay. Wo muss ich denn lang? Jetzt doch wieder gehen. Nein! Mein Pferd! Ihr seid tot! Tot! Und wie geht jetzt mein Pferd? Ich habe die Orientierung verloren. Lustengraf, da waren wir doch schon. Ist doch hier unten, wo die Banditen sind, oder nicht? Wie steigen wir denn hier ab? Lass mein Pferd in Ruhe. Nicht mein Pferd. Niemand greift mein Pferd an. Ist doch das hier. Ja, genau hier müssen wir hin. Bleib mal hier, Pferd. Ich kümmere mich hier mal. Krabben. Krabbenbeine. Uah. Das Horn muss also hier drin sein. Gibt es einen Eingang? Gold nehme ich gerne.
Hier können wir schlafen. Grab. Oh, 26 Rüstung, nicht schlecht. Fackel, Gold. Pelz können wir verkaufen. Kartoffeln. Ein leerer Sack. Ich fürchte, hier müssen wir rein. Oh. Schon wieder eine Höhle. Ein Dungeon. Na wundervoll. Sind langsamer als Argonia in ein bisschen Bier, ein bisschen Gold, Granatstein. Das ist nichts wert. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen. Ach, du greifst mich ja. Okay. Menschenfleisch, gute Güte. Ich weiß nicht, ob wir das behalten dürfen. Die Robe, dann haben wir noch eine, die wir nicht verkaufen können. Nun, wann essen wir den aus Versehen? Das Menschenfleisch. Und noch eine Magierrobe. Ein Heiltrank. Kürbis. Heilungstrank brauchen wir jetzt mal. Zwei haben wir davon. Da müssen wir lang. Aschehaufen. Da wird jemand eingeschaut. In der Magierin oder was? Wir müssen genau hier lang, aber der Weg ist versperrt. Natürlich nicht gegen uns gekämpft, aber oh Kacke, jetzt geht's nicht gut. Streitaxt ist nicht schlecht, die können wir mitnehmen. Schwert können wir bestimmt verkaufen. Wie sieht es mit den Waffen aus? 22 habe ich hier. Geht auch 22. Die ist ein bisschen schwerer. Ne, da behalte ich lieber die andere Axt und verkaufe die irgendwann. Die sieht besser aus.
Oh je. Wir müssen auch mal da lang. Vielleicht können wir ihn besiegen, bevor er uns besiegt. Jetzt habe ich keinen Trinke mehr. Gold. Drachenhelm. Trinke, Trinke, Trinke. Mal viel, aber keine Heiltränke. Brot einfach mal wegspachteln. Warum nicht? Dafür haben wir es mitgenommen. Ein Sack Kartoffeln. Eine Tüte Mehl essen. Und viel geheilt. Und weiter geht die Reise im Kreis. Aha. Da müssen wir längs. Okay, hier muss es doch ein Rätsel geben oder so. Ich würde da jetzt hinterkommen. Hier oben noch weiter. Ja, genau hier. Hier oben geht's weiter. Ui. Ein bisschen Gold im Sack gefunden. Ein Speicherpunkt, das ist gut. Was ist schon aus den Augen verloren oder? Oh nö, nicht schon wieder. Wieder kümmert du dich. Ich hoffe, wir sind noch richtig und haben uns nicht schon wieder verrannt. Den höheren Grund steht dort hier bei mir. Du hast trotzdem Mädchen besiegt. Zauberbuch ist sehr gut. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe mich verrannt. Das hier, wo wir hin müssen. Okay, okay, steckt aus seinem Gasart. Alle sehr gut Magie. Dafür, dass er nur Skelette sind. Und Eisenschild. Und ich habe mir eine Taber vergrößert. Ich hoffe, wir sind noch auf dem richtigen Dampfer. Ja, ungefähr. So etwas habe ich noch nie gesehen. Klassische Musik sitzt ein. Ja, geh mir zur Seite.
das Skelett. Das brauchen wir nicht mal zu durchsuchen. Okay, wir sind so ziemlich da. An dem Gitter müssen wir vorbei. Oh je. Was ist jetzt passiert? Simon Says oder was? Ist da eine Lösung wieder an den Wänden? Die Hinweis darauf geben. Ein Heiltrank. Nicht gern. Geht's nicht auch gern. Hier gibt es scheinbar wieder ein Rätsel. Drei Steine, wie unterscheiden die sich? Fuß, Rock! Das ist nicht. Gibt's hier ein Rätsel? Den Schumann? Kommt rum. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Sicher einen Ton. Ein Hinweis auf das Rätsel irgendwie. Nicht wirklich. Oh, alter Notbogen, den ich gerne. Gibt's hier Hinweise? Schädel haben wir mitgenommen. Trollschädel. Der Thron irgendeine Relevanz? Da ist eine Statue mit Augen. Runter. Aha, ein Boot. Tierische Gestalt. Okay, da brauche ich eine Drachenseele dazu. Nur Drachenseele. Ach, um die Drachen zu erlernen oder was? Um sie einzusetzen, brauche ich keine. Ah, okay, jetzt muss ich noch einen Drachen töten, um den Schrei zu erlernen. Okay, dafür war das wert, hier runterzukommen.